Hey Girls, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt hier auf dem Fisher Academy Kanal. Mein Name ist Dolly und ich werde ab heute eine Woche lang hier sein und meinen Führerschein machen. Mal schauen, ob ich bestehe. Vielleicht bestehe ich, vielleicht aber auch nicht. Aber ich werde bestehen, weil ich immer alles bestehe und die Königin von der ganzen Welt bin. Dann würde ich jetzt auch mal sagen, Leute, gehen wir jetzt auch mal direkt zur ersten Fahrstunde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Woche und sehen uns dann später wieder. Guck mal, dann stellst du jetzt hier einen Spiegel ein, dass du alles hinten raus siehst. Also alle geilen Männer, sehr schön. Ja, du musst hinten die Werbetafel sehen, ne? Ja, also das reicht so. Also ich finde, ich sehe alle. Findest du... Ja. Nee, den... Der ist viel zu jung, der ist viel zu jung. Also da ist erst... Das 30? Ja, das ist ein Kind für mich. Ich stehe ab 40. Echt? Das kann sein. Aber du hast doch auch hier oben einen Spiegel. Hier. Ja, das ist aber zum Schminken. Ach so, zum Schminken, ja. Okay. Kein Gas bitte geben. Du kommst jetzt mit der Kupplung und guckst mal in die Spiegel, ob ihr was von hinten kommt. Ja, und kommst mal ein bisschen mit der Kupplung weiter kommt raus. Kommt gar nichts. Also kommt schon was, aber ja. In weiter Ferne. Na, komm mal ein bisschen mit der Kupplung raus. So, und jetzt halten die Kupplung. Halten. Oh mein halten Gott. Raus. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kannst du rauslassen. Oh, sehr, sehr schön. Oh. Fuß neben die Kupplung stellen. Ja, aber warum gefällt ich dir nicht, Marco? Also, I'm sorry. Aber steht doch eine Frau. Ja, aber ich bin auch eine Frau. So, jetzt wollen wir anhalten. Du trittst die Kupplung ja. Durchtreten. Und vorsichtig die Fußbremse, bitte. Vorsichtig. Oh! Na guck, du hast die Bremse getreten und hast die Kupplung einfach losgelassen, ne? Ich dachte, vorsichtig, dann bin ich voll Tatsbum gemacht. Ja, weil du die Kupplung rausgelassen hast. Und wir müssen an der Haltelinie anhalten. Versuch weich zu bremsen, bitte. Ja, so und jetzt? Marco, was muss ich jetzt machen? Bis grün ist. Ach so. Und wenn grün ist... Wo fahre ich denn dann lang? Geradeaus. Geradeaus, ne? Oh mein Gott! Ich krieg halt übelst die Paranoia, Marco. So, Bremse lösen, Schleifpunkt. Wir gucken noch mal zur Ampel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Frau muss rot haben, die haben rot. Komm, fahr einfach. Oh Gott, ich bring das wirklich, Gas wirklich auf den Schlaf. Kupplung, okay. Zweiter. Oh mein Gott. Zweiter Gang. Ruhig schalten. Marco, wir sind auf der falschen Seite, oder? Nein. Kupplung wieder raus. Und jetzt gehen wir einen dritten, ganz leicht. Okay. Gas weg, Kupplung. Ganz leicht schalten, bitte. Genau. Kupplung langsam wieder raus. Dann gucken wir weit vor und da siehst du, dass rot ist, also brauchen wir nicht auch unbedingt Gas geben. Müssen wir nicht. Muss ich jetzt in den ersten Gang da? Wir machen erstmal gar nichts. Wie gar nichts? Den ersten machen wir erst bei 10 km/h. Okay. Und deswegen noch geht der dritte, alles ist gut. Und wir kriegen auch gleich grün. Okay. Siehst du? So, und jetzt kannst du schon wieder leicht Gas geben. Ist jetzt alles richtig, Marco? Ja, es gibt mal wieder leicht Gas. Du wackelst es ja mit der Lenkung. Ja, ich weiß, sonst. Marco. So bin ich halt, ich wackel halt immer. So, was soll denn das hier darstellen? Die hört ja da vorne. Achso, ja. Das sind die von hier oben kommen. Ne? Ah, und dann gehen die hier lieber. Genau. So, jetzt muss ich aber Gas geben. So, guck mal zur Ampel vor. Brauchst du kein Gas geben. Also, ich weiß nicht, aber ich finde, ich kann gut Auto fahren. Also. Oh, schade. Mutti? Wenn du mich hörst, kannst du mich bitte holen. Hoffnungsloser Fall! Ich möchte euch natürlich auch alles zeigen, wie das hier ein bisschen aussieht. Und zwar ist hier dann das tolle Bad des 5-Sterne-Hotels in der Fisher Academy. Yes, this is me here. Yes, honey, gorgeous outfit of the day. Ja, Hashtag basic ass. Ja, gorgeous. Hier sind dann auch... Vor jedem Zimmer befindet sich dann so ein Verkehrsdingenschild mit dem Eiffelturm drauf. Gorgeous! Ja, ich hab... Autobahnschild. So, jetzt sind wir hier in der Weltstadt Gera. Fahren wir lang? Gerade, wenn nichts gesagt wird. Ja, ich weiß gerade. Warum fragst du da? Ja, eben mal, ich frag die Mama. Wir hast du erst bei 10, ich ne? Ich weiß, Marco, deswegen warte ich ja auch. Tick doch nicht gleich aus. Deine Tage? Ja, ich habe meine Tage. Ich hatte heute Morgen gehabt. Kein Job. Was ist denn da? Was ist denn da?
Genau, 2.20. Spiegel Schulter, Verkehrszeichen. Ein schöner Schulterblick. Verkehrszeichen, nicht stehen bleiben, ne? Ich bleib doch nicht stehen, Marco. Aber schon sehr eng hier, Marco, ganz ehrlich. Findest du? Ja. Guck mal, die Wolken, wie die sich bewegen. Wow. So, komm. Das ist der Dreck auf dem Land. So, jetzt ist der Traktor schneller wie wir. Nicht mehr lange. So. Wirst du mich vermissen, wenn ich gehe? Oh ja. Wirst du mich sehr vermissen? Wirklich? Wirklich. Du hast grün. Scheiß mal. Nochmal Dolly, oh my god, everything. Heute ist mein letzter Tag hier in der Fischer Academy, beziehungsweise im Fischerdorf. Was ich von euch, beziehungsweise wir als Fischer Academy, weil ich ja für den Kanal jetzt gerade drehe, verlange, ist, schreibt mal unten in die Kommentare, ob ich bestanden habe oder nicht bestanden habe. Guys, auf jeden Fall, wie dem auch sei, Leute, wollte ich mich nochmal bedanken an der Fischer Academy, dass ich hier eine Woche lang sein durfte, meinen Führerschein machen durfte und für diese tolle Zusammenarbeit. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Nochmal ganz großen Dank an Nancy und an Mike Fischer, dem die Fahrschule hier gehört. Es war echt eine sehr, sehr tolle Woche. Danke, dass ihr es ausgehalten habt mit mir. Ja, ich bin sehr dankbar. Wirklich, ich mache keinen Job. Wirklich, weil ich bin echt schon sehr anstrengend. Marco hat sich auch schon sehr oft aufgeregt im Auto. Hat man ja auch in manchen Szenen so gesehen. Aber ich habe mir Mühe gegeben, Leute, und das zählt. Und was ich euch empfehlen kann, wenn ihr hierher kommt, Leute, wirklich, gebt Gas, strengt euch an, schaut euch die Fragebögen bzw. das Fahrschulquiz, also den Dingens halt, die Vorprüfung und alles richtig an, Leute. Und am besten, wenn ihr den Wochenführerschein macht, lernt schon mal einen Monat mindestens davor, dass ihr alles im Kopf habt und alles super gut drauf habt. Und dann war es das jetzt auch schon mit diesem Video, Leute, hier auf dem Fischer Academy Kanal. Es war mega toll, der Host zu sein, eine Woche lang auf dem Kanal. Und dann sage ich mal Tschüss und wie gesagt, nicht vergessen, Leute, in die Kommentare zu schreiben, ob ich bestanden habe oder nicht bestanden habe. Also, wir freuen uns auf eure Kommentare und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Fischer Academy Kanal, folgt ihn auf den sozialen Netzwerken, Instagram und was sie auch alles noch haben. Und danke, bis zum nächsten Mal.